Okay, meine Freunde der giftigen Spinnen, ihr seht, hier tut sich einiges. Ich habe einiges zu machen. Man sieht hier, na, Terrarium, da geht es um das hier, aber nicht nur das muss ich machen. Ich muss auch hierher die Inneneinrichtung ein bisschen wechseln, weil Slowly Hera passt mittlerweile gar nicht mehr. Und da kommen wir aber ein anderes Mal dazu. Ich habe hier was ganz Besonderes. Habe auch eine neue Zucht angesetzt hier unten. Ich habe eine Astelzucht angesetzt. Hier, da. Man sieht hier überall Futtertiere. Ich habe einfach überall Futter. Ich habe überall Futtertiere. Egal wo man hinguckt, Futter. Ich meine, guckt euch das mal an. Denn den Tieren geht es besser als mir. Was habe ich denn schon hier? Selbst im Kühlschrank. Futter für die Tiere. Futter fürs Futter. Ja, okay, ich habe eine Dose Käse. Und, hä? Warum liegt hier eine Packung Zigaretten? Keine Ahnung, ich wusste, ich hatte noch welche. So, das heißt, hier das Terrarium wird eingerichtet. Und zwar, wir machen einen ganz kurzen Blick, ganz kurz. So, habt ihr es gesehen? So, übrigens habe ich hier auch noch ein Paket aus Kroatien von Dark Dan. Aber da komme ich ein anderes Mal dazu. Da ist was drin, das brauche ich wieder unten. Hier, man sieht es hier, Moment. Seht ihr es? Die kleine Karibena hat sich oben am Deckel zugemausert. Zugesponnen, was natürlich sehr zum Nachteil ist fürs Deckel aufmachen. Guckt man hier immer raus. David zeigt sich. David ist so glücklich, dass er da sein darf. Wahrscheinlich wartet er nur auf Fressen. Wen haben wir denn hier? Guckt mal, wer hier ganz neugierig guckt. Bin ganz schön schmutzig gemacht, mein Freund. Ja, alles ganz schön schmutzig. Wie sieht es denn hier aus? Ach, da hinten guckt auch wer. Ja, so, wir richten das Terrarium ein. So, ihr wisst ja, ich mag Glas hier, eine Dämpfung. Die kleben wir drauf, sind wir auf der richtigen Seite, ja. Bezüglich Vibration und so. Ja, so, einhändig. Komm, runter da. Warte, da ist er. Wop. So, ich stelle euch mal dahin, weil, ne, ihr wisst Bescheid. So, das hier brauchen wir jetzt gerade nicht. Weg damit. So. Schön. So, das Zeug muss da rein. So, das hier, dass ein bisschen Licht da ist. Das hier weg. Da muss Erde rein. Na, das ist der geschickt, ne? Geschickt. Das hier rein, wollen wir das hier rein? Ich glaube, das wollen wir hier rein. Das wollen wir hier auch rein. So. Bisschen Grünzeug muss drin sein. Thank you.
So. Dann brauchen wir da was zum Verstecken. Ich glaube, das hier passt fast schon ein bisschen besser rein. Gucken wir mal. So. So. Und vielleicht hier noch ein Stein. Schönen Stein. Was hier vielleicht? So nur zum Sitzen. So. Ja, ja, so gefällt mir das. Jawohl. Kennt ihr es? Wer kennt's? Wir haben schon eine Verwandte und zwar von. Da! Von dem Stein. Ja, von diesem Stein ist das die Verwandtschaft. Nein, von Chili Minili. Ne Brachypelma albicaps. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Der junge Mädel, man weiß es nicht, ja, darf jetzt hier einziehen. Und ihr seht, ich habe mittlerweile ein Platzproblem mit meinen ganzen Terrarien. Und es wären noch mehr. Was ist der Plan? Hier wird ausgeräumt. Meine Lieblingsbuchsammlung. Ja, also hier, wie ihr seht, Aventurien. Ja, Pen and Paper Fan. Ja, bis hier runter. Ja, das bin ich. Und Staub, fucking Staub. What the heck ist hier? Was ist das? So, hier, nein. Weg. Alles. Also, die Bücher müssen hier raus. Die kommen woanders hin. Und guckt mal, ich habe was Neues. Die Neuauflage vom Zauberbuch. Aber leider. Nicht so schön wie mein altes. Mein altes hier mit Ledereinband, aber man sieht, es ist schon richtig abgegriffen. So, nichtsdestotrotz. Ja, hier kommt auch die Tür raus. Die Tür raus und da kommen die kleinen Terrarien rein. Weil es wird irgendwann so weit sein, dass ich mehr Platz brauche. Gut. Holen wir unseren Freund hier raus. Schauen, ob er das auch will. Mal gucken, ob er in guter Stimmung ist. Oh, er ist nicht in guter Stimmung. Ja, eher. Komm. Nein. Komm. Komm rauf hier. Komm. Oh, guckt ihn euch an, wie hübsch. Guckt, seht ihr die roten Haare am Arsch? Sweetie. Magst du jetzt reingehen oder bei mir bleiben? Ja, bei mir ist es warm, gell? So, hopp. Na, du kannst bei mir nicht bleiben. Ich weiß, da ist es warm. Was mache ich denn jetzt? Jetzt will er hier oben bleiben. Jetzt will er doch tatsächlich hier oben bleiben. Also komm runter. Ja, da geht's runter. Komm. So. Ja, wunderschön, mein Freund. Guckt ihn euch an. Ich liebe die Brachypelma-Familie. Moment, ich muss das Stativ wegtun. Oh Gott. So.
Da ist er. Boah, wie hübsch. Wie hübsch. Es fehlen natürlich die roten Färbungen, so wie bei Chili Manili, bei unserer Hamori. Mal gucken, ob es der auch so warm haben will. Oh ja. So, für mich heißt es jetzt hier weitermachen. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Willi steht, guckt euch das Video hier oben an. Hier. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.